Hallo ihr Lieben, heute geht's weiter mit den gestickten Stanzen, die ich euch ja gestern schon vorgestellt hatte. Und für heute habe ich mir auch noch was überlegt und wollte die Sterne nutzen. Und zwar ja, entweder die mit dem gestrichelten Rand oder die mit dem gepunkteten Rand. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, aber ich glaube, es werden die mit dem gestrichelten Rand. Und noch zusätzlich zum Drübersetzen dann quasi noch ein paar Sternchen, wo man ja einen separaten Rahmen dazu bekommt. Und ihr seht, ich habe schon was vorbereitet. Einmal Kartenrolling, Aufleger und ein Stückchen für unseren Spruch. Ihr findet wie immer alle Maße unten in der Infobox und heute mal wieder in Weiß, aber diesmal mit Bronze zusammen. Ich habe jetzt ständig irgendwie Weiß mit Gold gemacht oder Weiß mit Silber und Bronze habe ich irgendwie außer Acht gelassen. Deswegen habe ich hier schon mein Papier mit den Nouveau Gilding Flakes parat gelegt und wir schnappen uns jetzt den Aufleger und die Sternchenstanze mit den Strichen. Und die werde ich mir jetzt erstmal auseinander biegen. Das geht bei denen ganz leicht. Bei anderen müsste man eine Zange nehmen. So, und jetzt nehme ich nur eine Big Shot und werde diese Sterne hier drauf verteilen. Aber nicht auf dem ganzen Blatt, sondern eigentlich nur mittig. Also ein bisschen drüber gucken, weil unser Spruch kommt dann hier in die Mitte. Und die Sterne sollen quasi so ein bisschen drumherum sein. Wenn ich gerade schon mal das Monsterchen hier oben habe, stanze ich mir auch gleich noch meine Sternchen aus. So, das sind einige. Ich hoffe, sie reichen. Zur Not mache ich noch mal welche. Und wir können jetzt eigentlich anfangen, schon alles aufeinander zu setzen. Da nehme ich mir das Stückchen und setze das am besten ein bisschen höher. Ich habe hier immer noch so 3D-Band übrig. Ich glaube, das nutze ich mal. Ich wollte jetzt eigentlich erst den Spruch machen und die Sterne dann drumherum setzen. Aber ich glaube, ich mache es heute mal anders. Ich glaube, ich setze erst die Sterne komplett hier drauf und werde den Spruch dann einfach drüber packen. Ich finde das irgendwie gerade einfacher. Deswegen schauen wir mal, wie ich das Ganze jetzt anordnen werde. Warum ich zweimal den großen Stern ausgestanzt habe, weiß ich auch nicht. Das war Quatsch. Aber nun gut, für ein andermal. So würde ich es erstmal lassen. Ich kann ja zur Not dann immer noch welche raufkleben. Und ihr seht schon, dass diese Sterne mit dem Rahmen, die passen ja auch super in das Gestrichelte rein. Also ist auch klasse. So könnte man sich das dann sogar auch noch ausschneiden. Sehr schön. Ich würde jetzt den Spruch machen. Der fehlt ja noch. Und ich habe immer wieder geschaut, das habt ihr nicht gesehen, aber ich habe immer wieder geschaut, wie sieht es denn aus, wenn der Spruch dann drüber kommt. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Deswegen werden wir uns jetzt einmal den Spruch stempeln. Und da habe ich mir rausgesucht, dieses Set hier, Moment, wo ihr diese großen Sprüche habt und euch dann einen kleinen Spruch reinstempeln könnt. Große Worte Weihnachten. Und ich habe mir das Stück extra zurechtgeschnitten für frohes Fest und wollte dann reinhaben.
Und wieder ist so plötzlich Weihnachten. Liebe Grüße und ein frohes Fest. Genau. Also erstmal das frohe Fest. Und ich denke, ich werde das einfach in Schwarz stempeln. Hatte auch erst überlegt, ob ich es embosse, aber nö. So, ich kann das Papier leider nicht festmachen, weil ich habe es ja schon passend zurechtgeschnitten. War ein bisschen doof, aber nun gut. Ich versuche mein Bestes und ich hoffe, mein Stays-on klappt wieder so gut wie die letzten Tagen, dass das mit einmal Stempeln gereicht hatte. Ich habe es jetzt ganz nach oben geschoben. Da kann ich es ja zur Not dann immer wieder hinschieben. Ich hoffe nur nicht, dass es dann irgendwie nach links und rechts sich noch verzieht. Wünscht mir also Glück. Es ist gerade, ja, aber ihr seht es vielleicht, da stimmt was nicht. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Mein Stempelchen ist irgendwie nicht ganz in Ordnung. Das kann ja mal schon vorkommen, ne, bei der Produktion. Hier ist irgendwie ein arger Schnitt drin und eine Welle und Überschuss und ja, nee, ist nicht weiter schlimm. Den habe ich noch nie verwendet. Wundert mich gerade. Nicht weiter schlimm. Ich habe hier diesen Mono Tombow Sandradierer und radiere hier mal die Überschüsse weg, die da nicht hin sollen, weil ich finde das so ganz hübsch eigentlich. Ich will es jetzt nicht nochmal stempeln. Und das, was nicht ganz schwarz ist, hier zum Beispiel bei dem Haar fehlt ja so einiges, da werde ich jetzt einfach einen Feinliner nehmen. Das ist kein Problem. So sieht das doch schon besser aus. Das sieht man gar nicht da unten. Nein, das sieht man nicht. Wenn euch sowas mal passieren sollte, wenn ihr mitbekommt, euer Stempel ist nicht in Ordnung, dann gebt den Mädels bitte Bescheid, die kümmern sich dann drum. Wir brauchen natürlich noch den Spruch innen drin. Und da nehme ich mir wieder meine Stempelhilfe. Jetzt kann ich es ja festmachen. Und das stempel ich in. Gute Frage. Ich hätte, hoppala, ich hätte ja ein Kupferstempelkissen. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Zur Not könnte ich es ja eigentlich noch überstempeln. Das ist wieder so ein Mini-Stempelkissen von Delicata in Kupfer. Und dann nehme ich mir jetzt den länglichen Spruch und setze den einmal hier in die Mitte. Ach, schaut mal, das war eine gute Idee. Wenn ihr dieses Stempelkissen nicht habt, dann embosst das einfach. Ne? Das geht ja genauso gut und sieht bestimmt auch sehr, sehr schön aus. Wenn das ja dann noch ein bisschen erhaben ist, könnte es sogar noch ein bisschen besser aussehen. Das können wir jetzt eigentlich auch schon aufkleben. Das setze ich höher. Da nehme ich mir meine großen 3D-Punkte. So, und zum Schluss noch ein paar durchsichtige Nuvos, weil, ach, ich bin Mona, ich brauche keinen Grund für Nuvos. Ihr Lieben, wir haben fertig. Ich bin absolut verliebt in diese Stanzen. Schaut mal, wie schön das miteinander harmoniert. Einmal diese gestrichelten Sterne mit den separaten Sternen. Ich finde das wirklich richtig klasse. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ihr könnt das selbstverständlich wieder in jeder Farbe machen, die euch gefällt. Ich hatte sogar noch die Idee gehabt, die ich dann fast umgesetzt hätte, die Sterne in Rot-Grün zu machen. Also alles so in Weiß-Rot-Grün zu halten. Das würde bestimmt auch sehr gut aussehen. Ich finde die Karte wirklich wieder sehr, sehr schön und bin auf eure Meinung gespannt. Und schaut mal, wie das funkelt. Also wer diese Nuvo Gilding Flakes noch nicht hat oder ausprobiert hat, macht das. Guckt mal, was ihr für Effekte hier rauskriegt. Das ist der Knaller. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Schaut auch unbedingt bei den Mädels auf Instagram vorbei, die euch die Neuheiten präsentieren. Ich packe euch die ganzen Namen unten in die Infobox. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!